ich gucke da jetzt wenig auf eine Tabelle. Für mich ist das morgen ein Spiel, das wollen wir gerne zu Hause gewinnen. Punkt. Es geht morgen darum, dass sich zwei Mannschaften gegenüberstehen, zwei sehr gute Mannschaften. Wir sind auch nicht ganz so verkehrt. Juventus Turin ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir haben Respekt davor, dass sie über sehr, sehr gute, eine sehr, sehr hohe Qualität verfügen, individuell sehr, sehr gute Spieler haben, aber auch taktisch sehr gut geschult sind. Also das wird für uns eine große Herausforderung, der wir uns morgen stellen müssen, dass wir uns der taktischen Flexibilität des Gegners stellen. Da müssen wir eine Idee haben, die haben wir aber auch. Insgesamt müssen wir dann halt auch uns im 1 gegen 1 auch immer wieder dem Gegner stellen. Dafür haben wir Respekt, aber nicht vor dem, was jetzt vor einigen Jahren gewesen ist. Da, das ist für morgen, spielt das jetzt nicht so eine entscheidende Rolle. Wir wissen auch, dass Juve eine sehr gute Mannschaft ist, aber wir wissen auch, dass sie in der Saison jetzt auch noch nicht so überzeugt haben in der eigenen Liga. Vom allerersten Tag hat der Trainer uns viel Selbstvertrauen gegeben, das wir nicht mehr hatten, wegen die 5 Spiele, die wir verloren hatten. Und das hat dann super geklappt am ersten Spiel. Und dann haben wir als Mannschaft wieder gesehen, dass wir konnten das sehr gut machen wie letztes Jahr. Wichtiger Punkt war dieses Selbstvertrauen, dass er zu uns wieder sagt, dass wir sind gute Fußballer und dass wir können jede Mannschaft gewinnen. Und das glauben wir wieder daran und funktioniert sehr gut.